Hallo ihr Lieben und noch ein fröhliches neues Jahr. Das erste Video in 2020 wird ein Video sein, nach dem bereits sehr, sehr viele gefragt haben. Und deswegen erkläre ich euch heute einmal ausführlicher und auch langsamer, wie genau das Zusammennähen der einzelnen Teile bei Amigurumi-Figuren funktioniert. Vorher aber noch eine kleine Ankündigung. Und zwar findet am 1. Februar in Berlin der Anime-Flohmarkt statt und ich bin mit dabei und habe einen kleinen Stand. Ich freue mich also über jeden, der mich besuchen kommt. Und der Eintritt ist kostenlos, also es lohnt sich. Jetzt aber beginnen wir damit, Amigurumi-Figuren zusammenzunehmen. Und das Ganze zeige ich euch am Beispiel von meiner kleinen Schildkröte. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Die einzelnen Teilchen dafür habe ich bereits fertig. Wer jetzt auch wissen möchte, wie man diese Schildkröte häkelt, der kann jetzt hier oben rechts in die Ecke klicken. Aber darum geht es heute nicht, die Schildkröte ist nur als Beispiel da. Zum Zusammennähen verwende ich eine dünne Häkelnadel. Ich nehme eine in der Stärke 1,25 und viele fragen immer noch, sagst zusammen nähen, aber du benutzt eine Häkelnadel. Bist du sicher, dass du nicht zusammen häkelst? Ja, ich verwende die Häkelnadel nur, weil ich damit besser klarkomme. Wenn es für euch besser ist, könnt ihr natürlich auch eine normale Nadel nehmen. Aber dann besser eine Stopfnadel. So eine hier zum Beispiel. Die ist nicht spitz. Und noch kurze Erklärung, warum ich keine Stopfnadel benutze. Nun ja. Mein Verschleiß an Stopfnadeln ist ziemlich hoch, denn die sehen bei mir sehr schnell so hier aus. Und deswegen bleibe ich bei einer dünnen Häkelnadel. Und was auch immer wieder aufkommt, ist die Frage, aber ich will ja eigentlich häkeln. Kann ich diese ganzen Teile dann nicht auch zusammen häkeln? Natürlich könnt ihr das, prinzipiell. Aber das sieht nicht so schön aus. Denn wenn ihr das hier jetzt noch hier dran häkeln würdet, dann wäre das ja nicht glatt dran, sondern es würde noch einmal eine weitere Reihe entstehen. Das heißt, es würde nicht so aufliegen, sondern etwa so. Und die Schildkröte hätte dann noch einen kleinen Hals dazwischen. Und daher würde sich das alles noch etwas verziehen, verschieben. Und es würde nicht so gut aufeinander sitzen. Daher, ich rate vom Zusammenhäkeln ab. Eine andere wichtige Sache ist es dann noch zu erkennen, was bei den Teilen eigentlich oben ist und was unten ist. Vor allen Dingen, wenn ihr runde Teile habt. Das ist nicht so einfach, wie manche glauben, denn einige haben damit immer wieder Probleme. Zum Beispiel bei dem Panzer hier, der ist relativ rund und immer wieder haben einige Probleme damit zu wissen, was oben und unten ist. Bei der Schildkröte ganz einfach, diese Seite, wo ihr begonnen habt mit Häkeln, ist oben und zeigt am Ende auch nach oben. Die andere Seite, wo ihr das Ganze zugezogen habt, ist die untere Seite und zeigt nach unten. Auch beim Kopf das gleiche, das ist oben, da habt ihr begonnen zu häkeln. Und hier unten, wo ihr das Ganze zugezogen habt, ist die untere Seite. Das ist in der Regel bei den meisten Figuren so, aber natürlich hängt das auch immer noch ein bisschen davon ab, wie die Originalfigur aussieht. Deswegen, bevor ihr damit beginnt, eure Teile zusammenzunähen, schaut euch unbedingt noch einmal an, wie die Originalfigur am Ende aussehen soll. Und jetzt beginnen wir damit, das Ganze wirklich zusammenzunähen. Also, ein bisschen Augenmaß gehört dazu. Ihr müsst erst einmal für euch gucken, wo die richtige Position ist und wie es aussehen soll. So in etwa sollte es funktionieren. Das müsst ihr natürlich selber erkennen. Ihr müsst in der Lage sein zu sehen, dass der Kopf nicht so dran kommt, dass er nicht so dran kommt und wahrscheinlich auch nicht so. Das ist die richtige Position. Das müsst ihr für jede Figur selbst erkennen können. Schaut euch das zur Sicherheit auch nochmal von einer anderen Seite aus an. Der Kopf muss natürlich gerade drauf sitzen und nicht so. Und dann kann das Ganze mit einem Faden zusammengenäht werden. Meistens habt ihr ja immer noch einen Fadenrest vom Anfang oder vom Ende übrig. Den könnt ihr in der Regel schon dafür nehmen. Wenn nicht, könnt ihr auch einen neuen Faden einfädeln. Wer bereits geübter ist, der kann jetzt einfach drauf losnähen und nimmt den Faden und die Häkelnadel und legt los. Aber der ein oder andere von euch braucht dabei vielleicht noch etwas mehr Hilfe, weil der Kopf beim Annähen immer wieder wegrutscht und die Position dann anders ist. Und damit das Ganze nicht am Ende völlig deplatziert ist und der Kopf irgendwie so dran hängt, gibt es von mir jetzt noch einen Tipp, den ich euch an dieser Stelle gerne verraten möchte. Und zwar benutzt Stecknadeln. So könnt ihr das Ganze schon mal etwas feststecken, um es in die Endposition zu bringen. Die Stecknadeln helfen dabei, dass das Ganze in der richtigen Position bleibt und dass nichts mehr verrutscht, auch wenn ihr das ein bisschen bewegt. Und am Ende, wenn ihr die Stecknadel nicht mehr braucht, dann könnt ihr diese auch ganz einfach wieder rausziehen. Und auch wenn das schon mal eine kleine Hilfe ist, ein bisschen Augenmaß gehört dennoch dazu. Und auf die gleiche Art und Weise stecke ich jetzt noch die anderen Teilchen fest
Und nicht wundern, bei der Schildkröte befülle ich die Beine immer mit kleinen Steinchen, damit sie besser stehen können. Und ja, ich weiß, die Beine haben unterschiedliche Grüntöne. Aber wir ignorieren das einfach. Das ist nur zur Anschauung jetzt. Hält jetzt die anderen Beine. So, abgesehen von dem Schwänzchen ist jetzt alles dran, aber damit das nicht total überladen ist, mache ich das Schwänzchen am Ende. Und wenn dann alles festhängt und nichts mehr abfällt, egal wie doll ihr das bewegt, dann könnt ihr jetzt wirklich damit beginnen, das Ganze zusammenzunähen. Und normalerweise, wenn ich das hier zusammennähe, würde ich es dabei die ganze Zeit hin und her drehen, je nachdem, wie es für mich besser geht, wie ich besser die Nadel durchziehen kann. Damit ihr das besser aber verfolgen könnt jetzt, versuche ich das für mich etwas umständlicher zu machen, für euch aber übersichtlicher und drehe die Schildkröte dabei nicht ganz so viel. Und zwar nehmt ihr den Faden von dem einen Teilchen, aktuell hängt er am Kopf, und geht damit rüber zum anderen Teilchen, also hinüber zum Panzer. Die Häkelnadel nehmt ihr dann und geht durch die nächste gegenüberliegende Masche hindurch, also von der Masche liegt die hier am nächsten gegenüber. Geht rüber zur nächsten Masche und stecht hindurch, sodass ihr mit der Nadel aus der Masche rauskommt. Dann holt ihr den Faden und zieht diesen dort hindurch. Beim Annähen immer aufpassen, dass ihr die Füllwatte nicht rauszieht. Dann nehmt ihr den Faden und geht von dem Teilchen, also dem Panzer, wieder rüber zum Kopf. Und mit der Häkelnadel geht ihr dann durch die nächste Masche hindurch. So und wieder. Ups. Und wieder zieht ihr den Faden durch. Zwischendurch, damit die Fäden nicht so lang sind, immer gut festziehen. Dann geht ihr von dem einen Teil wieder rüber zum anderen Teil. Auch dort wieder durch die gegenüberliegende Masche hindurch und dort mit dem Faden festnähen. So, damit die Nadel nicht stören, kann ich jetzt die ersten auch schon rausziehen, die brauchen wir nicht mehr. Dann ruhig noch mal etwas festziehen, damit es besser sitzt. Und mit dem Faden wieder rüber gehen. Mit der Häkelnadel, der richtigen Seite natürlich, geht ihr wieder durch die nächste Masche hindurch. So, und wieder zieht ihr den Faden dorthin durch. Wieder festziehen, wieder rüber. Wieder wird der Faden durchgezogen. Also prinzipiell geht ihr mit dem Faden immer vom einen Teil zum anderen und zieht es abwechselnd durch die gegenüberliegenden Maschen hindurch. Und das macht ihr die ganze Runde herum, bis die beiden Teile aneinander festsitzen. Nächste Nadel kann raus. Immer schön festziehen. Aufpassen, dass ihr nicht immer die Häkelnadel falsch rum nehmt, so wie ich. Thank you.
An manchen Stellen wird es natürlich schwieriger, das zu sehen dann. Und dann, wenn ihr die ganze Reihe rum seid, sollte der Kopf festsitzen. Sieht doch ganz gut aus. Und etwas Restfaden wird dann noch übrig sein. Den vernäht ihr jetzt noch ein kleines bisschen, damit der Kopf auch etwas fester sitzt. Das macht ihr ganz einfach, indem ihr den Faden durch das Teilchen mit der gleichen Farbe ein paar Mal hindurchzieht. Nach ein paar Stichen kann der übrige Faden dann abgeschnitten werden und das kleine Endstück, das ziehen wir nach innen, wenn wir denn den ganzen Faden zu fassen kriegen. So, und der Kopf sitzt schon mal. Und das machen wir jetzt genauso mit den übrigen Teilen. So, ich denke, vom Grundgedanken habt ihr bereits verstanden, wie man das Ganze aneinander näht, aber da die Füße ja noch ein bisschen anders sind als der Kopf, weil die Füßchen oben offen sind, zeige ich euch jetzt auch noch, wie man so ein offenes Teilchen annäht, aber prinzipiell funktioniert es auf die gleiche Art und Weise. Damit ihr das besser erkennen könnt, habe ich mich jetzt aber entschlossen, die anderen Beine deswegen noch einmal abzunehmen. Wieder gibt es einen Restfaden von einem der Teile. Diesen nehmen wir jetzt und gehen damit rüber zum anderen Teil, in dem Fall wieder den Panzer. Und der Faden muss jetzt durch die gegenüberliegende Masche, also die, hindurchgezogen werden. Deswegen stechen wir da jetzt mit der Nadel hindurch und holen den Faden ein. Den nehmen wir dann wieder und gehen zurück zum eigentlichen Teilchen. Auch dort gehen wir wieder mit der Nadel durch die nächste Masche hindurch und ziehen auch dort wieder den Faden hindurch. Immer schön festziehen, damit das Ganze nicht zu locker sitzt. Wieder gehen wir rüber, durch die nächste Masche hindurch. Der Faden wird auch hier wieder durchgezogen. Die nicht benötigten Stecknadeln können bereits entfernt werden. Diese hier auch schon, denke ich. Und so machen wir das jetzt auch noch die restlichen Maschen über, wieder die Reihe rum, bis das Füßchen fest ist. Und der Restfaden wird dann wieder vernäht an dem Teilchen, das die gleiche Farbe hat wie der Faden. So, das genügt.
Der Rest wird abgeschnitten. Und das kommt nach innen. So. Beinchen Nummer 1 ist dran. Ich denke, ihr habt jetzt verstanden, wie die Teile angenäht werden. Deswegen die restlichen drei Beine zeige ich euch nicht mehr, denn die funktionieren auf genau die gleiche Weise wie auch das erste Beinchen. So, die Beinchen in der unterschiedlichen Farbe sind jetzt auch dran. Das Schwänzchen fehlt noch, ich habe gedacht, da nehme ich euch kurz nochmal mit. Prinzipiell, das ist auch nichts anderes. Da das Schwänzchen sehr, sehr klein ist, könnt ihr das mit nur wenigen Stichen annähen. Wenn ihr wollt, ja, auch das könnt ihr nochmal feststechen. Aber ich denke, bei sowas klein geht es eigentlich auch ohne. Auch hier wird es angenäht, indem wir mit der Häkelnadel hier einmal durchgehen und den Faden durchziehen. Das reicht auf der einen Seite schon. Wir drehen das kurz. Auf der anderen Seite steche ich auch ein. Zieh auch dort den Faden einmal durch, wenn wir ihn nicht verlieren. Ups. Und dann bei so kleinen Teilchen genügt das schon. Die kann raus und der Restfaden wird wieder vernäht. Da das Teilchen selbst eher klein ist, könnt ihr in solchen Fällen, wenn ihr andere Teile habt, die gleiche Farbe haben, auch an diesen vernähen. Auf der anderen Seite haben wir hier eigentlich ein Teilchen in der gleichen Farbe, weswegen wir den übrigen Faden auch wieder dort vernähen können. So, das Schwänzchen ist dran und auch alle anderen Teile. Und ja, so einfach geht es, Teile bei Amigurumis aneinander zu nähen. Und jetzt könnt ihr bestimmt auch super gut Amigurumi-Figuren zusammennähen. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und dann würde ich mich ganz über ein Däumchen nach oben von euch freuen. Und wenn noch irgendwas unklar ist, ihr irgendwelche Fragen habt oder Anregungen für ein neues Video, dann schreibt mir doch unten in die Kommentare rein und ich antworte euch doch so gerne drauf. Und hey, abonniert doch auch meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann verpasst ihr zukünftig keine Videos mehr von mir und ich freue mich dann ganz doll darüber. Und wenn ihr jetzt noch mehr Videos sehen wollt, schaut mal da oben, da gibt es noch mal eine Basic-Reihe und dort gibt es noch ein einfaches Häkelvideo. Und ansonsten würde ich meinen, macht's gut, wir sehen uns in 2 Wochen wieder.